Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2, dem DLC, der erste Samurai. So, wir konnten uns hier auf der Yokai-Insel schon ziemlich weit vorankämpfen. Mittlerweile, würde ich sagen, sind wir weit genug gekommen, dass wir in diesem Part eventuell schon den Sack bei dieser Mission zumachen könnten. Bevor der mir noch hinterherläuft. Außerdem habe ich nachgeguckt, ob ich bislang irgendwelche Kodamas verpasst habe. Tja. Da habe ich einen kleinen Racker zurückgelassen. So. Jetzt können wir aber auch wieder weitergehen. Und ich hole mir meine Amrita zurück. Hi. So, schön komplett durch. Da ist sie. So. Ouch. Whoa. Alter. Puh. Rolle des Dämons, Fuki-Seelenkern. Alter Vater, zum Glück hatte ich meine Schnellwechselschriftrolle noch aktiv. Schwein gehabt. Wer ist denn das da hinten? Wieder einer von... Nee. Ich dachte, das wäre wieder einer von den riesigen Mutanten Yokai. Oh! Eigentlich damit gerechnet, dass der jetzt runterfliegen würde. Und bevor ich ihm hinterher springe, hätte ich halt vorher die Kiste geöffnet. Aber so ist es nicht gelaufen. Da draußen eventuell? Nee, das hatte ich ja schon erkundet. Die Sackgasse passt schon. Ich müsste hier alles jetzt haben. Okay. So. Ach! Okay. Lass mich raten, ja. War klar. Wollte es trotzdem einmal versucht haben. Okay, brauchen wir eine Schlüssel für einen Schlüssel für dieses locker zusammengeklebte Ding, das ich einfach so eigentlich mit einem sauberen Hieb meiner Glefe direkt zerschnippeln können müsste. Gott, jedes Mal, wenn ich diesen Ton höre, werde ich nervös. Scheint nicht zu funktionieren. Cool. So, ganz ruhig. Oh! Hi, Mojina. Ich möchte jetzt nicht den aus Versehen angreifen, deswegen gehe ich lieber aus dem Raum raus. So. Habe ich da was liegen gelassen? So, aus wie ein Item. Nö, doch nicht. Ich hoffe, das, was ich gerade höre, ist der Klampenspieler, den ich da hinten, der jetzt da hinten wieder respawned ist.
Oh, und jetzt bekomme ich die Bronzetrophäe Wahre Freunde. Okay. Cool. Gab es echt eine Trophäe dafür, dass ich alle Mujinas hier in dem Level finde? So scheint es zumindest. Hallo. Und so schnell war es auch schon wieder vorbei. Hat er da oben was bewacht? Ja, eventuell schon. Yikes. Alter. Oh. Tut mir leid, dass du nur so kurz bei mir sein konntest. Das Viech hat ja extrem hart zugeschlagen. Ja. Am Arsch, wa? Ist halt kacke, wenn in der Nähe keine blutigen Gräber sind, ne? Dunkles Reich. Oh, Moment. Eins nach dem anderen erstmal. Erstmal gehe ich hier noch lang. Oh. Oh. Komm hierher. Komm hierher. Junge. Und ich baller auch noch daneben, Alter. Ich wollte mich noch extra buffen, bevor das große Viech mich entdeckt. Hat ja super geklappt. Und ich habe gerade den falschen Talisman benutzt. Großartig. Wow. Alter Vater. Ja, okay. Hier schließt sich schon mal der Kreis. Und ja. Hier oben bin ich vielleicht in der Lage, wieder eine Abkürzung freizuschalten. Nächster. Ich habe ganz genau gesehen, wie du runterfallen wolltest mit deinem gesamten Loot. So leicht lasse ich dich nicht davon kommen. Aha. Okay. Genau. Hier bin ich aber nach wie vor nicht in der Lage, diesen, keine Ahnung, hier muss doch irgendwo ein Aufzug sein, da ganz oben wahrscheinlich. Hallo. Meine Güte, das geht hier ja ewig und so weiter. Ewig und drei Tage so weiter.
Ach ja, stimmt, hier oben war ja nichts mehr. Ach. Ich dachte irgendwie, da oben wäre noch ein weiterer Pfad, den ich hätte lang gehen können. Von wegen. Habe ich da gerade eben was dampfen sehen? Habe ich mich verguckt? Ich dachte kurz, ach da! Da ist tatsächlich eine heiße Quelle. Ich wollte schon sagen, gerade eben, als ob ich mich verguckt habe. Hallo? Oh boy. Lieber nochmal alles durchbuffen. Ich glaube, hier kriege ich gleich eine schöne Abkürzung freigeschaltet, wenn der Kampf vorbei ist. Wow. Alter. Ungio-Schlüsselteil. Meine Fresse, ey. Es gibt hier echt manche Dämonen, die sind deutlich stärker als ihre normalen Counterparts und die haben halt auch leichte Unterschiede zu ihren zu den normalen Versionen sozusagen. Ne, der einäugige Dämon, der am Anfang des Levels ein Tor bewacht hat, dann zwischendurch auch nochmal so ein etwas stärkerer Dämon, dessen Namen mit K anfing, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt der hier. Mit dem weißen Umhang. Schön, Knochenaufzug. Was auch sonst. Hm. Boah, Alter, ich dachte schon, jetzt falle ich irgendwie, keine Ahnung, durch den Zwischenraum oder sowas. Aber bin ich jetzt in der Lage, durch die eine Tür da hinten zu kommen? Wait. Ah. Gegrilltes Seetang-Konfekt? Oh. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, hier etwas anderes. Wait. Hi. Hier etwas anderes zu finden. Ich glaube, ich habe es auch gefunden. Ha! Musste sein. Ach du Sau. Ich wollte doch nur in Ruhe ein Bad nehmen. So. Sehr schön. Prima. War scheinbar nicht das letzte. Oh doch! Ich habe jetzt die Bronzetrophäe Badefreuden bekommen. Ich wollte gerade sagen, weil ich diese Trophäe noch nicht bekommen habe, scheint das wohl noch nicht die letzte heiße Quelle gewesen zu sein. Und in dem Moment kam sie. Gutes Timing. So. Hat's schon, oder? Ich denke schon. Wow. Das hier ist neu. Oder? Zumindest weil ich das Item da noch nicht habe. Okay, nur aufgrund der Tatsache, weil ich das Item hier nicht habe, bin ich jetzt neugierig. Scheint ja doch eine Ecke zu sein. Ne, wo eventuell noch was zu erkunden ist. Okay.
Was zur Hölle? Alter. Was bist du? Irgendeinen Seelenkern habe ich jetzt, da habe ich jetzt auch nicht den Namen gelesen. Alter, was laufen hier alles für Yokai rum? Shoot. Oh, hi. Untertretbare Leiter. Cool. Ich bin hier noch nicht ganz jeden möglichen Weg lang gegangen. Oh, unendliches Ninjutsu kickt jetzt gerade aber richtig gut rein. Fertig. Oh, hi. Meine Fresse. Überall, wo ich mich umdrehe, plötzlich wieder andere Viecher. Krass. Ah. Puh. Damit bin ich wohl. Ja. Ich höre einen Kodama. Irgendwo. Da oben? Ah, ich kann noch ein bisschen weiter hoch. Alter, was ist los hier? Ich muss hier die ganzen Yokai-Lords besiegen, oder was? Hi. Alter. Boah, und ich bin jetzt Agio-Schlüsselteil. Jetzt bekomme ich die Bronze-Trophäe Höhle der Dämonen? Okay. Huh. Waren das jetzt lauter Minibosse, die ich hier besiegt habe, oder wie? Wirkt so ein bisschen danach. Okay. Scheint nicht zu funktionieren, ja. Noch ein Aufzug, cool. Hi. Nice. Puh. Was haben wir hier? Haha! Da ist ja der Kodama, den ich vorhin scheinbar gehört habe. Wenn ich hier runterspringe. Ah, dann bin ich wieder bei der heißen Quelle, oder was? Sieht so aus. Okay. Ja, Moment. Jetzt bin ich wieder hier, dann laufe ich wieder nach oben, betätige den Hebel und fahre mit dem Aufzug runter. Alter.
war jetzt alles wieder ziemlich vertrackt und da konnte man schnell den Überblick verlieren. Aber ich glaube, ich habe jetzt so einigermaßen alles zusammengekriegt, hoffe ich. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah! Perfekt. Alles klar. Und welchen Schlüssel nutze ich jetzt? Den Auen-Schlüssel. Okay. Was war mit dem Schlüsselfragment? Ich hatte doch noch irgendein Schlüsselfragment gekriegt. Moment. Neue Gegenstände. Gefängnisschlüssel. Ein stark verrosteter Schlüssel für die Zellentüren in der Burg Oniga. In diesem Gefängnis ist die Luft schwer vom Hass der Menschen und der Yokai. In die Zellen wurden sehr wahrscheinlich all jene eingesperrt, die das Pech hatten, vom Festland auf die Insel gebracht zu werden. Aun-Schlüssel, ein aus zwei Teilen zusammengesetzter Schlüssel, der eine große Holztür in Burg Oniga öffnet. Eine geheimnisvolle Kraft hält die beiden Teile zusammen und sie können nicht mehr getrennt werden. Ah, okay. Weil, ja, okay, das erklärt's. Gerade vorher hatte ich ja eben so ein Schlüsselfragment und als ich das andere eingesammelt habe, wurden beide automatisch zu dem Aun-Schlüssel zusammengesetzt. Alles klar, cool. Ja, ich nutze auf jeden Fall die ganzen Locken hier natürlich. Ist ja klar. Oh, krass. Haben wir tatsächlich eine komplette Umrundung geschafft? Ups. So. Das wäre erledigt. Als nächstes Skillpunkte verteilen. Hatte ich hier etwas Bestimmtes markiert, was ich gerne bekommen würde oder weiterhin aufwerten würde. Ja, stimmt. Schaden mit Fernkampfwaffen. Alles andere. Ist, glaube ich, na, nicht so wichtig. Der Rest passt schon so, glaube ich. Mit Angriffskraft, wenn du das Yokai und dadurch maximale Key-Menge erhältst. Okay. Den Skill kann ich mir ja auch mal holen. Warum nicht? Ich werde zwar nicht großartig im Speziellen auf diesen Skill draufgehen, also... Aber vielleicht schaffe ich es, ihn ab und zu mal so nebenbei auszulösen. Könnte ja sein. Okay, noch ein weiterer Skillpunkt und tatsächlich kriege ich eventuell noch diesen Skill zu greifen. Mal schauen. Der eine Punkt, der wird ja vielleicht noch drin sein. Nun. Verstärkung. Verstärkung, Verstärkung. Okay. So, werden die Punkte verteilt. Titelpunkte, jawoll. Yokai-Schaden. Yokai-Fähigkeitsschaden, meine ich. Perfekt. Na dann, jetzt können wir hier runter. Oder hoch. Runter. Mhm. Dachte ich mir. Bei so einer Insel muss es ja weiter nach unten gehen. Weiter in die Tiefen hinein. Wo ein weiterer Schrein auf mich wartet. Okay. Zugegeben, ganz praktisch. Dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich hier unten sterbe, nochmal mit dem Aufzug hoch und runter fahren. Das ist definitiv schon mal ganz nett. Boom. Da gab es direkt die Retourkutsche dafür, dass sie mich mit ihrem Blick lähmen wollte. Hallo? Perfekt. Ah, ein Sudama. Für dich habe ich doch bestimmt was noch übrig, oder? Ein Bewohnerseelenkern, warum nicht?
Bitte, Dankeschön. Okay, das führt sowieso wieder in diesen Raum zurück. Boah, Alter! Boah, ey. Jedes Mal, ne? Kann ich bitte... Mann. Ich kann nicht mehr vom Boden hoch. Da. Boah, ey. Diese Miststücke. Jedes Mal schaffen die es echt, sich so gut zu tarnen, dass ich sie gar nicht mehr sehe. So, habe ich... Ach, da ist ein Kodama. Geil, und es war der letzte. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Geisterführung. Nice. Nice, nice, nice. Oh, wie viele Trophäen man in diesem Level verdienen konnte. Wahnsinn. Oh, den habe ich vergessen. Klar, Moment. Ich war jetzt so von dem Kodama abgelenkt. So. Ja. Hab schon mit der nächsten Schlangentante gerechnet. So. Schöne Blüten. Eigentlich. Aber hinter dem Nebel erwartet mich bestimmt irgendwas Krasses. Ja, war klar. Puh. Wow. Meine Feste, immer diese nervigen Skelettkrieger, die sich noch eben den Kill erschleichen wollen. Unverschämtheit. So. Ja, ich würde sagen, vorher erhole ich mich lieber noch einmal an dem Schrein. Sicher ist sicher. Ach komm. Ah, diese Reichweite schon wieder. Okay, das auch noch einsammeln und gut ist. So, heilen. Alle Buffs. Und dann auf ins letzte Gefecht. Vermutlich. Let's go. Ach du Scheiße, Albtraumbote. Holy shit. Thank you.
Weil ich zur anderen Hälfte auch ein Mensch bin. Oh, oh, oh. Boah, shit. Was zur Hölle? Nein! Shit! Oh, Schweingarten. Okay. Jetzt aber. Was zum Scheiße? Falsches Item. Oh. Alter, endlich. の力が宿りし刃のみ。 その刃が輝く限り。 我ら兄弟の思念は残り続ける。 なれど。 世の心残りもようやく晴れた。人と忘る夢をうつつとなした者よ、我らと同じ輝きを宿すその瞳に真実を見せることが叶うとは 無常の喜び。我らと血を分けし者よ、感謝する。 鬼を殺した若者はその刀を残し時の彼方へと消えていきました。そして
長い戦いを終え、鬼に永遠の安らぎを与えました。 Und so geht die Geschichte zu Ende, besessen von Baku durch Geistteilung. Mission abgeschlossen. Alter Vater, was ein krasser letzter Gegner. Puh. Wow. Und so konnten wir auch den Bruder unserer Mutter endlich von seiner Last befreien. Und dies ist wohl der Schrein, durch den wir wieder zurückkommen. Und ich bekomme die Bronzetrophäe, ein Traum von Frieden. Tsuhayamaru scheint seinen Glanz zu verlieren, nachdem es seinen Zweck erfüllt hat. Sein Licht verblasst und ich höre die ferne Stimme von Suzuka. Du hast den Dämon bezwungen, junge Freundin. Du wirst als Heldin, die diese Nation rettete und zum Vorbild aller Samurai wurde, in die Geschichte eingehen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder, wenn der Fluss der Zeit dies erlaubt. Ich habe Tsuhayamaru ergriffen und meine Aufgabe erfüllt. Damit endet schließlich meine lange Reise. Krass. Albtraumbote Seelenkern. Wow. Was für ein krasser letzter Gegner. Also, puh, der hat mich richtig in Bedrängnis nochmal gebracht. Zwielichtmission, die Wiege des Dämons freigeschaltet. Der verhexte Turm freigeschaltet. Zwielichtmissionen haben sich geändert. Ja, ja, ja. Schon klar. Aber es ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben hier noch ordentlich Nebenmissionen zu erledigen. Unsichtbares Tuch erhalten. Die Ruinen der Festung Shikatakutsu. Shikatakutsu liegen in den Bergen der Provinz Iga, Fujiwara no Shikata. Der in dieser Region sehr einflussreich war, besaß Kräfte von übermenschlichem Ausmaß und hatte 4 große Dämonen unter seinem Befehl, die ihn bei seiner Revolte gegen den kaiserlichen Hof unterstützten. Mhm. Noch irgendwo ein roter Punkt. Ich schätze mal, das war's. Na gut, hier ist sogar noch ein vertrautes Leuchten. Eine Nebenmission. Rückkehr eines Geistes abschließen. Dafür im Interim mit Mujina sprechen. Ha! Okay. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir erstmal wieder einiges zu lesen, Leute. Also dann, da ist er, Albtraumbote. Der Albtraumbote wurde geboren, als Otakemaru mit seinem Schutzgeist Yumihami verschmolz, weil er hoffte, sich auf diese Weise seinen Traum zu erfüllen und die ganze Menschheit auszulöschen. Mit Hilfe seiner Macht, friedliche Yokai zu verderben, verwandelte Otakemaru Yumihami in einen Aratama. Die Verbitterung in dem vom Krieg verheerten Land bestärkte Yumihami und verlieh ihm schier unvorstellbare Macht. Otakemaru verschmolz untrennbar mit diesem allmächtigen Geist, mit dieser allmächtigen Gestalt und brachte so einen der furchterregendsten Dämonen aller Zeiten hervor. Ja, so sieht er auch aus. Alter Vater. Ja, war noch nicht alles. Genau.
Ongyoki ist einer der vier Dämonen, die in den Diensten von Fujiwara no Shikata gestanden haben sollen. Im Taiheiki wird Fujiwara no Shikata als mächtiger Adliger der Heian-Zeit beschrieben, der die Region im Grenzgebiet von Iga und Ise kontrolliert haben soll. Es wird behauptet, er habe übermenschliche Kräfte gehabt und konnte auf die Hilfe der vier Dämonen zurückgreifen, als er eine Rebellion gegen den Kaiserhof begann. Mit seiner Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen und so seine überraschten Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen, setzte Ongyoki den kaiserlichen Truppen schwer zu. In einem Gedicht von Kinotomo, der entsandt wurde, um den Aufstand niederzuschlagen, wird beschrieben, wie die Dämonen sich schließlich zurückziehen müssen und Fujiwara no Shikata auf dem Schlachtfeld sein Ende fand. Suiki ist einer der vier Dämonen, die in den Diensten von Fujiwara als mächtiger Adliger, der wird behauptet, er habe übermenschliche Kräfte gehabt und konnte auf die Hilfe der mit ihrer Fähigkeit, gefährliche Fluten aus dem Nichts herauf zu beschwören, setzte Suiki den kaiserlichen Truppen schwer zu. In einem Gedicht von Kinotomo, der entsandt wurde, um den Aufstand niederzuschlagen, wird beschrieben, wie die Dämonen sich schließlich zurückziehen mussten und Fujiwara no Shikata. Okay. Ich glaube, die Texte sind bei den Vieren ziemlich gleich. Fuki ist einer der vier Dämonen. Mit seiner Fähigkeit, Winde heraufzubeschwören, die Menschen und sogar ganze Gebäude vernichten können, setzte Fuki den kaiserlichen Truppen schwer zu. Und Kinki. Ja, mit seiner Kette. Kinki ist einer der vier Dämonen. Mit seinem steinharten Körper, der von Pfeilen bis Schwertern alle Waffen abprallen lässt, und seiner furchterregenden Stärke setzte Kinki den kaiserlichen Truppen schwer zu. Und der Rest ist wieder gleich. Okay. Noch irgendetwas Neues vielleicht? Scheinbar schon. Irgendwo, ich glaube, ich habe den zweiten Teil von Tsushigomon noch nie gelesen. Kaiser Jimmu, der legendäre Gründer Japans, soll den Thron erlangt haben, indem er die am Nara-Becken heimischen Streitkräfte unterwarf. Tsushigomo war Teil dieser einheimischen Armee und es heißt, Kaiser Jimmu habe Teile ihres Körpers im ganzen Land vergraben, um zu verhindern, dass sie jemals wieder zu Kräften kommt. Wenn diese Legende wahr ist, muss Tsushigomo ein wirklich uralter Yokai sein. Die südwestliche Region des Nara-Beckens wird Katsuragi, wörtlich Pfeilwurzschloss, genannt, weil die dort wachsende Pfeilwurz benutzt wurde, um das Netz zu weben, in dem Tsushigomo gefangen wurde. Das passt schon. Ich glaube, das hatte ich auch, oder? Wieso eifersüchtig war, in einen Dämon verwandelt? Ja, ich glaube, das hatte ich. Die Namen der Blitzgötter. Ich weiß nicht, ob ich hier den Text gelesen habe. Höllenhexen haben einen gewaltigen Appetit und zögern nicht, alles zu verfolgen, was essbar aussieht, um ihre scharfen Zähne in die Beute zu schlagen. Menschen sind für diese Yokai Leckerbissen und jeder, der den Weg einer Höllenhexe kreuzt, sollte sich vor ihr in Acht nehmen, wie vor einem ausgehungerten Raubtier. Der Anblick einer Höllenhexe, die mit entblößten krummen Zähnen auf einen zukommt, mag furchterregend sein, aber ein wohlgezielter Hieb auf eben diese Zähne kann diesen Yokai deutlich schwächen. Okay. Ich glaube, Unterweltsoldaten hatte ich auch noch nicht gelesen, oder? Den zweiten Text. Unterweltsoldaten haben in erster Linie die Aufgabe, Fluchtversuche aus Yomi zu unterbinden. Deshalb tragen sie neben ihren Waffen auch noch entsprechende Werkzeuge. Sie sind sehr geschickt darin, ihre Opfer zu jagen, da sie auf Wolken aus dem Yokai-Reich reiten können. Es wäre falsch, diese Yokai einfach als böse zu bezeichnen, da sie die wichtige Aufgabe erfüllen, die Trennung zwischen dieser Welt und dem Jenseits aufrechtzuerhalten. Da es ihnen aber an Verstand mangelt, versuchten sie, jeden Menschen, den sie erblickten, in die Unterwelt zu bringen. Und das macht sie so gefährlich. Ich glaube, Nui hatte ich schon gelesen. Das auch, das auch. Hatte ich hier den zweiten Text gelesen? Weiß ich nicht. Ein Text aus der Edo-Zeit zufolge erschien 1609 ein Nupeppo in der Burg Sunpu, Tokugawa Yasus Residenz. Seine Diener versuchten zwar, den Yokai zu fangen, doch er war zu schnell. Schließlich wurde Yasu die vergebliche Jagd leid und befahl seinen Dienern stattdessen, den Nupeppo einfach zu vertreiben. Diese Geschichte enthält eine wichtige Lehre für jeden Yokai-Lehrer, Jäger. Lass dich nicht vom trägen Aussehen eines Nupeppos täuschen, denn diese Wesen können erstaunlich flink sein, wenn es drauf ankommt. Oh ja. Das habe ich auch schon festgestellt.
Und Takemaru, nee. Sukuna, Kasha, Gyuki, Tatarimoke, Onryoki, Kamaitachi, Yatsunokami, Enenra, Gozuki, Mezuki, Namahage, Spinne, Nidra Muiboso. Habe ich mir das schon durchgelesen? Ein Kuroka hat kein Gesicht. Dort, wo der Kopf sein sollte, leuchtet nur eine Flamme. Augenzeugen berichten aber, dass ein Kuroka seine Pfeife zu seiner Flamme erhebt, wie ein Mensch, der Tabak raucht. Eine Theorie lautet, dass diese Pfeife mit dem Yokai-Reich verbunden ist und dass er raucht, um Dämpfe aus dem Jenseits einzuatmen und damit einen bevorstehenden tödlichen Angriff anzutreiben. Okay. Ich glaube, ich habe immer noch irgendwo was Neues. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, okay, bei denen hätte ich es mir vorstellen können, aber nee. Aber ich muss die Mujina dafür ja besiegen und normalerweise versuche ich sie ja kampflos fortzuschicken, dass ich sie einfach nur nachahme. Immer noch nicht, hm? Yamanba, Skelettkrieger, Onibi, Norikabe, Bewohner, Kappa. Ach, okay, Kappa sind von Natur aus feige und fliehen ins Wasser, sobald sie ein Zeichen von Gefahr sehen. Man sagt, dass sie eine Vorliebe für Gurken haben und dass sie vertrocknen und sterben, wenn das Wasser aus dem Teller auf ihrem Kopf verschüttet wird. Anderen Legenden zufolge verbergen sie Schätze in ihren Panzern, die demjenigen gehören, der den Kappa schnell genug erlegt. Ah, der Kappa war es, alles klar. Amabi hatte ich, glaube ich, aber schon. Hier, Baku, der ist neu. Dieser Schutzgeist nährt sich von den Begierden der Menschen oder den aus diesen geformten Schmucksteinen. Der chinesische Dichter Bai Yuji beschrieb den Baku als ein Wesen mit der Nase eines Elefanten, den Augen eines Nilpferds, den Schwanz einer Kuh und den Beinen eines Tigers. In Japan glaubte man daran, dass sich Baku von Träumen nähren würde. Dass sich Baku von Träumen ernähren würde. Diese Vorstellung setzte sich durch, nachdem die Legende vom asiatischen Kontinent aus ihrem Weg nach Japan fand. In China glaubte man daran, dass es das Böse vertreiben würde, wenn man auf einem Baku-Pelz schliefe. Und in ein paar volkstümlichen Geschichten wird erwähnt, dass er Metall und Steine essen würde, ohne dass weitere Details hierzu bekannt sind. Es wurde davon ausgegangen, dass der Baku im Laufe der Zeitalter einen Vorrat an Geistersteinen angehäuft hatte, aber seine freundliche Natur ihn davon abhielt, sie zum Schaden anderer zu nutzen. Ein Baku, der als Schutzgeist fungiert, soll die Geister jener, die er beschützt, reflektieren und ihnen die Kraft verleihen, ihre Träume wahr werden zu lassen. Mhm. So, Charakterverzeichnis. Alter Vater, guckt euch mal an, wie langsam links der Balken runtergescrollt wird. Oh Mann. Quälend langsam. So lang ist die Geschichte meines Protagonisten. Wahnsinn. Wir sind gerade mal bei Benkei. Yoshitsune, jetzt Yorimitsu, ne, DLC Nummer 2, jetzt kommen wir beim letzten DLC an. Auf der Suche des Protagonisten nach Informationen über eine uralte Legende kommt er in ein verlassenes Dorf am Suzuka-Platz. Plötzlich wird er vom Licht einer leuchtenden Bildrolle eingehüllt und wird zurück in die frühen Tage der Heian-Zeit transportiert. Als Folge eines Zwischenfalls mit den Dorfbewohnern jener Zeit zog Otakemaru in einen heiligen Krieg, um die Menschheit auszulöschen. Der Protagonist versucht, Otakemaru zu besiegen, aber nach einem harten Kampf ist es schließlich die Ankunft von Otakemarus Schwester Suzuka, die den Protagonisten rettet. Suzuka ist entschlossen, ihren Bruder ein für alle Mal zu stoppen und opfert sich selbst, um das Sohayamaru zu schmieden. Sie beauftragt den Protagonisten, der ein vertrautes Licht ausstrahlt, damit an ihrer Stelle Otakemaru zu besiegen. Bewaffnet mit dem Sohayamaru macht sich der Protagonist auf nach Onigajo. Es kommt zu einem wilden Kampf und der Protagonist kann endlich Otakemaru besiegen. Otakemaru, der lange Zeit in seiner eigenen Verachtung für die Menschen gefangen war, erkennt, dass der Protagonist, der sein Blut teilt, erfolgreich Menschen und Yokai in Frieden zusammengebracht hat. Diese Erkenntnis befreit Otakemaru endlich von seiner langwährenden Besessenheit. Mit einem hellen Aufleuchten des Sohayamarus kehrt der Protagonist zurück in die Sengoku-Zeit und seine lange Reise ist endlich zu Ende. Nice. Ja, zu Tokichiro ist ja nichts Neues. Mumio auch nicht. Saito Dosan erst recht nicht. So, hier, Miyoshino.
beziehungsweise Suzuka. Als Suzuka den Protagonisten endlich einholt, ist Otakimaru bereits besiegt und seine enormen Hörner liegen vor ihr am Boden. Im Licht eingehüllt kehrt der Protagonist in seine eigene Zeit zurück und Suzuka hält die Abenteuer des Protagonisten in Form eines Märchens für die Zukunft fest. Nachdem viel Zeit vergangen ist, trifft Suzuka, die sich nun Miyoshino nennt, auf Dosan und verliebt sich in ihn. Das Paar wird mit einem Metamorphkind gesegnet, dem Protagonisten. Als Miyoshino viel zu früh stirbt, wird sie im Nachleben wieder mit ihrem Schutzgeist Tsuhaya vereinigt und erlangt endlich die Erinnerung an ihre Tage als Suzuka wieder. Als auch ihr Bruder endlich ins Nachleben eingeht, ist sie bereit, ihn herzlich zu begrüßen. Yay, ein Happy End. Gewissermaßen. Kein Zurück. Während Suzuka zu schwach zum Kämpfen ist, macht sich die Protagonistin an ihrer Stadt auf den Weg zur Inselfestung Onigajo. Dort angekommen zieht sie zu Hayamaru und macht sich bereit für die Jagd auf die gehörnte Gestalt von Otakimaru. Die Protagonistin nähert sich Otakimaru unentdeckt von hinten. Als Hayamaru in den Händen der Protagonistin aufleuchtet, spürt Otakimaru die wilde Entschlossenheit seiner Schwester, ihn zu vernichten. Otakimaru will Suzukas Traum eines friedlichen Zusammenlebens mit den Menschen ein für allemal zerstören und verwandelt seinen Schutzgeist Yumihami in einen Aratama, mit dem er sich dann selbst verbindet. Als Albtraumbote stürzt er sich mit der ganzen Gewalt seines Hasses auf die Protagonistin. Eine Reise endet, eine Geschichte beginnt. Die junge Dämonenjägerin aus der Geschichte, die der Protagonistin in ihrer Kindheit erzählt wurde, war sie selbst. Während der besiegte Otakimaru seinen Schutzgeist mit der Protagonistin teilt, wird sein Herz von dem über all die Jahre angehäuften Leid und Hass befreit. Suzuka eilt herbei, bevor die Protagonistin wieder verschwindet. Als sie in das Licht entgleitet, brennt sich ihre heroische Gestalt tief in Suzukas Herz ein und wird ein unsterblicher Teil der epischen Geschichte, die sie zu erzählen beginnt. Am Ende des langen Kampfes verlässt Tsuhaya die Protagonistin und begibt sich ins Jenseits, wo Miyoshino wartet. Nachdem sie ihre Erinnerungen wiedererlangt hat, heißt Miyoshino Otakimaru in seiner ursprünglichen Gestalt lächelnd willkommen. Schön. Hütte umgestalten, neuer Besucher, Baku. Boah. Ich bleib hierbei. Lieferung prüfen. 10 Spielern konnte ich helfen. 1509 Ruhm dazu und noch ein rechtschaffener Jaspis. Cool. So, wir müssten doch noch theoretisch genug Zeit haben, oder? Ach du liebe Zeit, von wegen. Nee, wir haben leider gar keine Zeit mehr. Boah, wie schnell die Zeit vergangen ist. Alles klar, Leute, dann würde ich an der Stelle auf jeden Fall für heute Schluss machen und dann werden wir im nächsten Part sehen, was uns hier alles in den Nebenmissionen noch erwarten wird. Wie es scheint, werde ich zuallererst einmal diese beiden Missionen hier abhaken und danach sehen wir weiter. Die beiden Schriftrollen des Dämons, die werde ich auch noch nacheinander erledigen und natürlich auch im Interim mit so vielen NPCs wie möglich interagieren, sowohl mit den neuen als auch mit den alten. Vielleicht haben die ja was Neues zu sagen. Wir werden sehen. So oder so würde ich für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.